Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin eure Jurassic Parker, mal wieder live aus Berlin mit dem Klausi heute. Der ist ganz sommerlich, denn wir sind gerade in der U1 und fahren von der Kurfürstenstraße zur Prinzenstraße. Das ist in Kreuzberg und da ist nämlich das Sommerbad Kreuzberg, im umgangssprachlichen Bereich auch genannt das Prinzenbad. Und da veranstaltet heute die Siegessäule das queerste und schönste Stadtmagazin Berlin zusammen mit den Berliner Bäderbetrieben, den Queer Song Splash. Ein queerer Badetag für alle Schwulen, Lesben, Bis und Trans und alles, was sonst noch Freunde sind. Das Wetter hat sich gehalten. Halbwegs. Das ist ja dieses Jahr mit dem Sommer nicht ganz so einfach. Und ich muss wirklich sagen, ich sehe wahnsinnig schön aus. Ich trage heute wieder so ein ganz, ganz leichtes Polyester-Oberteil für den Sommer mit so flatterigen Fledermausärmeln von TK Maxx. Und ich finde ja auch, U-Bahnhof Prinzenstraße ist einer der schönsten Bahnhöfe Berlins. Ich finde halt auch diese süßen, pink gestalteten Gitter, das ist alles so 90er Jahre Palast. Ja. Wunderschön auch da oben. Ach, das ist wirklich wahnsinnig süß. Queer some splash. Und jetzt gucken wir mal, es sollte auch laut Klausi eine Nacktbadewiese geben. So, wo ist denn der Eingang eigentlich? Ich glaube, der ist hier. Ja. Türsteherinnen und Türsteher aus dem Schwutz. Oder nein, wie sagen Gästebetreuerinnen? SternInnen. Richtig. So, wir gehen mal rein. Ja, viel Spaß. Ja, ebenso. So, man kennt sich einfach. Schauen. Hallo. Muss ich auch noch mal kurz Hallo sagen. Klausi, was ist deine große Angst? Da ist so eine Schleuse und meine große Angst ist, dass ich darüber tragen muss. Schleuse, du meinst damit diese kleinen Wasserbecken, wo man sich die Füße normalerweise sauber macht, wenn man baden geht? Ja. Du trägst mich dann bitte auf Händen da drüber. 150 Kilo Schönheit. Ich lass mich schreiben. Jan Noll ist der Chefredakteur der Siegessäule, der kommt jetzt angeschwult und der hat heute ein Gay-Watch. Immer gerne. Heute ein Gay-Watch-T-Shirt an. Guck mal, da ist es. Der bemalte Mann bitte nicht reinlassen, ja? Hallo. So, das ist also jetzt das Prinzenbad. Ich gehe jetzt erstmal zu den Lesben. Hallo. Na, ihr Moin. Du bist ja heute ganz als Frau unterwegs. Ich bin heute weiblich, ja. Hallo. Sehr klein im echten Leben immer. So, die drei arbeiten auch. Im Verlag, die auch. Wir winken mal so ein bisschen. Hallo, ist die gut und ist die Chefin. Die ist aber eigentlich ganz nett. Muss ich da jetzt durch das Wasserbecken durch? Du musst durch das Wasserbecken, aber du musst mit dem Kopf hallo. Raus. Ja, das ist so. Oh. Wer war das denn gerade? Oh, ist schon schön, da ist die Dana. Die Dana ist eine Redakteurin von der LMAC. Ja. Hallo, Jessica. Tag. Hallo. Schön, dass du da bist. Das ist die Dana. Die ist auch Lesbierin. Nein. Ja, doch. Ja. Guck, passiert manchmal. Oh, sehr, sehr windig. Hi. Die sieht nämlich so aus, die Manuela Kreil. Ja. Und die kommandiert mich immer rum, wenn ich layouten muss. Ja, gerne. Wie geht's? Gut geht's. Noch geht's gut. Ja. Das Bier läuft und ist kalt. Das ist das Allerwichtigste. Das ist schön. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe sie gefunden. Und ihr denkt jetzt vielleicht, die liegt mit amputierten Beinen und tot und notbeatmet in ihrer Villa in Hollywood. Nein, sie ist hier, Zsa Gábor, heute im Badedress. Hallo. Margot Gábor, ja, zeig mal auch dein Wasserstil da drunter. Ich habe Oh. Ja, mach wieder zu. Mach bitte. Oh Gott. Die Schuhe. Diese Schuhe sind doch der Hammer. Ja, ich meine, kann nicht jede tragen. Also das bedeutet, die chinesischen Weichmacher, die arbeiten sich jetzt in dein Bindegewebe ein. Ja. Und nachher bist du total druff. Ich bin völlig weich nachher. Das Tolle ist, es gibt eine Gebrauchsanweisung zu diesen Schuhen. Ja, ach so. Da steht drin, diese Schuhe, diese Badeschuhe, dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Ach so. Das ist total klasse. Wir gehen die Experimentmacher ja mal ein. Mal gucken, was mit dem Swimmingpool geschieht. Vielleicht explodierst du dann. Oder du löst dich so in Säure. Wie, als ob das so, dann werden sie diese Säure. Ah, toll. Und da hast du nur so Knochenstümpfe unten statt Füße. Ja, da habe ich endlich abgenommen. Wäre doch auch mal was. Endlich abgenommen. Danke, reicht mir jetzt auch. Meine Güte, die quatscht schon wieder.
So, jetzt haben wir hier WCs wunderschön gestaltet. Wartet mal. Das sieht eigentlich ein bisschen aus wie Mies van der Rohe, ne? Das könnte auch ein Mies van der Rohe Pavillon sein, das stimmt. Für alle Zuschauer und Zuschauer, die Mies van der Rohe nicht kennen, googelt's bitte nach. Meine Güte. Ach guck mal, da hinten ist jetzt diese Absperrzone. Da meinst du, da liegen die dann nackig rum? Das weiß ich doch nicht. Ich war 100 Jahre nicht mehr hier. Wir werden jetzt einfach mal direkt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Mischgeschlechter, wie meine Tochter immer sagt, wir werden jetzt einfach mal darüber filmen. Und wer von euch einen Pimmel entdeckt, der hat einen Freieintritt zu meiner Party Popkicker gewonnen. So, ich nehme euch da jetzt nicht mit rein und ich möchte euch darüber auch nichts erzählen, ohne Bodyshaming betreiben zu müssen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo wir gerade beim Thema Penis sind, der Klausi, der sitzt da. Und der hat heute seine sexy Gran Canaria-Badehose an, sag ich mal. Die trägt er mal gerne, um zu zeigen, was er für ein großes Geschlechtsteil besitzt. Ich zeig euch das mal kurz. Ich gehe mal kurz unter den Tisch. Und da werde ich gleich auflegen. Da. Das DJ-Pult ist wieder sehr, sehr niedrig. So, pass mal auf. Jetzt gehe ich auf die Bühne. Da ist der Dennis. Der liegt vor mir auf. Hi! So, ihr Mäuse, ich lege jetzt auf gerade. Ich sitze. Ich zeige euch das nochmal. Ich habe hier so einen Biertisch, so eine Bierbank oder wie sowas heißt. Ist total süß gestaltet, auch hier. Echt süß. Und da das wieder alles wahnsinnig niedrig ist, ich zeige euch mal, wie es wäre, wenn ich stehen würde. Und da wundert sich noch jemand, warum ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Ganz ehrlich. Also habe ich mir gedacht, setze ich mich einfach hin und lege heute mein Sitzen auf. Ich finde es ehrlich gesagt auch viel relaxter. Das ist nämlich Frank Wilde. Ich sagte gerade zu meinen Zuschauerinnen und Zuschauern, du bist der allerschwulste Mann Berlins. Präsentierst du dich bitte mal kurz? Die super Tunte. Die super Tunte. Guck dir das mal an. Guck dir das doch mal an. Because I fucking can. I know. Gerade ist die Jasmin gekommen. Jasmin, trust the girl, DJ. Da. Hallo. Und der DJ übernimmt jetzt gleich. Penis. Hi! 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 So, wo sind jetzt die süßen Boys? Da sind. Hi! Hi! So viele Schwule und Lesben auf einem Ort. Da, auf süß! Zusammen! Bei zwei Arten. Okay, nein. Entweder zusammen oder in den Leichen. Das kann ich auch nicht. Ja. Möchtest du jetzt gerne noch baden gehen? Wo ist denn mein Mann? Hallo. Elnett, das Haarspray der Stars. Oh. Gerade für den Sommer. Süß!
Caballero. Destiny. So, ich gehe jetzt schwimmen. Und jetzt gehen auch die Haare ab, damit die Haare nicht zerstört werden. Warte mal, einen Moment. Oh. So, die machen wir da so rauf. Und hat der Spuck ab. Warte mal, stecken. Und jetzt gehen wir schwimmen. Ich mache ein bisschen hier den Ersatzkater. Oh, die Sonne blendet. Warte auf mich. Na, don't go away. My precious time. Warte. I want to really want to take a stick. Ah. Wir sind schon kalt. Oh nee, ich möchte das nicht. Oh. Ah, das ist kalt! Juhu, Klausi trägt mich. Also, das Wasser, das ist so warm wie ein Pisse. Es schmeckt auch widerlich. Es schmeckt auch nach Pisse. Meine Wimpern sind noch da. So, ich möchte einmal irgendwo reinspringen. Komm mal mit. Ich weiß nicht, ob ich das drücken will. Oh Gott, ich habe meine Brust verloren. Du hast deine Titel verloren. Dankeschön. Vielen Dank. Immer gut safe sein. Dankeschön. Da verliert man hier die Brüste. Ist ja auch. Es ist ein sehr harter Job, die Parker zu filmen. Wo sind wir jetzt wieder hin? Da! Aber ich nehme voll meine Brüste raus, damit die nicht wieder, ja, danke schön. Okay, Moment. Ein Salto kann ich noch, warte. Go. Warte auf. Gott, die Lippen sind auch furchtbar. Pass mal auf, ich war ja im Wasser, wie ihr gesehen habt. Das ist jetzt das Ergebnis. Oh Gott. Also ich sehe jetzt aus wie jemand, der sich nicht schminken kann. Weil dafür hätte ich wahnsinnig viel Spaß. Ich bin der Meinung, dass der Queer Summer Splash sollte ab sofort jedes Jahr stattfinden. Ich war mit meiner guten Freundin Destiny Drescher im Pool und wir sind geschwommen, wir sind gesprungen, wir haben Rollen gemacht und Kappa gemacht und es war alles ganz, ganz toll. Und ich gehe jetzt gleich nach Hause und dann will ich mich abschminken und dann war es das auch. Und dann wünsche ich mir selber noch sehr, sehr viel Spaß mit meinem wunderschönen Gesicht. Und dann bis ganz bald, ihr Mäuse. Tschüss. Sharing is caring.